Hallo, ich habe vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, was wenig beachtet wurde. Knapp 50 Aufrufe. Moral ohne Macht ist ein Witz und über eine echte Verfassung war der Titel. Und ich habe das hochgeladen am 24.04.2014. Eingeflossen war so ein erster Eindruck von Rousseau und ein Eindruck vom Naturrecht, den ich schon von Videos hatte, die ich zuvor gesehen hatte. Und im Grunde genommen habe ich das Naturrecht und Rousseau angegriffen. Und jetzt, nachdem ich den Gesellschaftsvertrag von Rousseau zu Ende gelesen habe, möchte ich das noch einmal kommentieren und bin doch überrascht, wie ähnlich ich und Rousseau uns doch in der Meinung sind. Gerade wenn es dann um die echte Verfassung geht, kann man sagen, das ist im Grunde genommen exakt das, was Rousseau ausgedrückt hat. Rousseau hat vielleicht noch hier und da ein paar andere Begriffe benutzt und hat es etwas ausführlicher ausgeführt, aber grundsätzlich ist das genau seine Forderung. Das ist dann, ich finde sowas im Nachhinein immer überraschend oder bin beeindruckt dann von solchen Texten. Und hier ist das dann vielleicht auch einmal so zum ersten Mal für mich, dass ich wirklich dadurch, dass ich vorher etwas festgehalten habe, was ich denke, jetzt so für mich persönlich auch den Beweis habe, dass ich tatsächlich vorher so gedacht habe. Und das fand ich total spannend, dann zu sehen, dass das im Grunde genommen gleich ist. Also ja, was werde ich machen? Ich werde dieses Video abspielen, eventuell an manchen Stellen etwas kürzen, weil ich mich manchmal doch ein bisschen in dieser Emotionalität oft wiederholt habe. Und ja, dann werde ich das kommentieren und werde dazu sagen, was ich jetzt dazu denke, beziehungsweise werde einiges richtigstellen in Bezug auf Rousseau, wo ich mich geirrt habe. Okay. Bis gleich. Hallo, ja, wenn über Moral und Gesetz geschrieben wird und gefordert wird, dass das Gesetz moralisch sein soll oder dass das Recht moralisch sein soll, oder wenn gar behauptet wird, Recht kann nur das sein, was auch moralisch ist, sonst ist Recht ein leerer Begriff. Ja, ich finde es schwierig. Ich muss dann auch immer ein bisschen lachen, weil Recht ist für mich das, was tatsächlich auch umgesetzt wird und was umgesetzt werden kann. Das ist Recht. Ja, zunächst einmal möchte ich hier sagen, dass es sich ganz einfach um zwei verschiedene Definitionen handelt. Man sollte das hier nicht so hoch stilisieren, wie das vielleicht rüberkommt, gleich zu einer Meinungsverschiedenheit. Ich benutze einfach den Begriff Recht anders als Rousseau. Und das ist im Grunde genommen erstmal in Ordnung. Nur wenn wir dann miteinander sprechen, sollten wir natürlich dafür sorgen, dass wir unsere Definitionen angleichen und vielleicht zwei verschiedene Begriffe finden. Ich weiß nicht ganz genau. Ich habe gehört, es gibt sogar zwei verschiedene Begriffe, aber ich kenne die Begriffe nicht. Falls die jemand kennt, schreibt die doch mal bitte in die Kommentarbox. Also, wie nennt man Recht? Wie nennt man das Recht, wenn man mit Recht das meint, was umgesetzt wird? Und wie ne also das, was tatsächlich existiert? Und wie nennt man Recht, wenn man das meint,
was gerecht ist, wenn man das meint, was irgendwie ja moralisch richtig ist. Okay, wenn jemand weiß, wie man diese zwei verschiedenen Arten von Recht nennt, schreibt mir das bitte in die Kommentarbox, dann habe ich endlich diese Begriffe parat. Ich weiß da leider auch nicht ganz genau, wie ich diese Begriffe sonst finden soll, weil ich habe schon versucht, ab und zu bei Google das mal zu suchen, aber ich werde da nicht fündig. Okay, machen wir weiter. Wir haben ja noch viel vor uns. Natürlich kann man fordern, Recht soll moralisch sein. Und wenn ich das fordere, muss ich schauen oder ist mein nächster Schritt zu schauen, wie verleihe ich dieser Moral Macht, damit diese Moral auch durchgesetzt werden kann. Ich finde das immer sehr, sehr pervers, wenn jemand über Moral spricht und sagt, die Gesetze sind alle nicht moralisch, das Recht, was wir haben, ist nicht moralisch und sich da so rüber aufregen und dann im nächsten Schritt kommt, ja, aber wir können leider nichts dagegen tun. Das finde ich sehr pervers. Moral ohne Macht ist für mich ein Witz und Recht ist für mich auch letztlich nicht nur das, was moralisch ist. So hat Rousseau das, glaube ich, dort versucht zu formulieren, dass Recht ja von Gerechtigkeit kommt. Und das Recht deswegen nur das sein kann, was moralisch richtig ist, was gerecht ist. Recht ist für mich das, was tatsächlich existiert. Und natürlich, man kann darüber sprechen, dass das, was zurzeit an Recht existiert, nicht in Ordnung ist, weil es moralischen Standards nicht entspricht. Aber ich finde, da muss man im nächsten Schritt auch so konsequent sein und sich ganz dringend überlegen, wie tue ich diese Moral, die ich habe, mit Macht versehen und wie sorge ich dafür, dass diese Moral Macht bekommt, damit sie in der Lage ist zu herrschen, dass sie in der Lage ist, auch Anwendung zu finden. Weil Moral, die man einfach so in den Raum stellt und dann sagt, aber wir sind zu schwach, um sie durchzusetzen, die Welt ist ungerecht, halte ich für so müßig und unpraktisch und diese Verbindung von Recht und Moral. Recht und Moral und Macht müssen verbunden werden und dann muss man daraus Recht machen. Aber man kann nicht einfach nur hingehen und sagen, Recht und Macht hängen zusammen und die Moral ist außen vor und das dann immer so anprangern. Ich mag das überhaupt. Ich mag diesen Zynismus nicht und ich denke, dieser Zynismus ist auch nicht gut. Wenn man immer nur zynisch ist, dann ja, verlernt man wahrscheinlich irgendwann auch nach Lösungen zu suchen. Und als Kabarettist kann man sich das vielleicht leisten, immer nur zynisch zu sein und dem Publikum das vors die Füße so zu schmeißen. Aber als Politiker oder auch als Bürger ist man eigentlich dazu verpflichtet, irgendeine Lösung zu finden oder zu suchen, wenn man ein Problem ausgemacht hat. Wobei ich auf der anderen Seite aufpassen muss, dass ich mit meiner Art und Weise, wie ich hier die Dinge beschreibe und sehe, nicht in ein Sein-Sollen-Fehlschluss komme. Das ist die große Gefahr, vor der ich mich hüten muss, dass ich nicht etwas einfach nur deswegen gutheiße, weil es momentan so ist. Das ist nämlich auf der anderen Seite die andere Gefahr, die quasi dadurch entsteht,
wie ich die Sache einseitig sehe. Und auf der anderen Seite, ja, muss einfach klar sein, man darf beim Benennen der Probleme nicht anhalten, sondern man muss dann wirklich nach Lösungen suchen. Sonst ist das auch psychologisch, denke ich, nicht gesund für die Menschen, wenn man ihnen einfach nur so vor die Füße kippt, dass die Welt schlecht ist. Okay. Während des Lesens ist mir nur eine Idee gekommen, weshalb man das vielleicht doch noch für vertretbar finden könnte. Und zwar, wenn man sagt, vielleicht muss den Leuten auch einfach mal gesagt werden, dass diese Moral, die von den Herrschenden ihnen eingeimpft wird, dass es ein Gegenmodell gibt. Man muss vielleicht eventuell den Menschen mal sagen, es kann auch eine völlig andere Moral geben und ja, das, was zurzeit Recht und Gesetz ist, das hat mit Moral nichts zu tun. Hier habe ich ein anderes Modell von Moral und denkt darüber nach, ob es euch gefällt. Und es muss aber immer irgendwie so, dann muss es dem Ziel dienen, dieser Moralappell muss dem Ziel dienen, dass im Zuhörer ein Wille geweckt wird, an diesem Zustand etwas zu ändern. Und wenn der das vorschlägt, wenn der über diese Moral spricht, es nicht schafft, dem Zuschauer, dem Leser zu sagen, was er tun kann, damit diese Moral umgesetzt wird, dann muss er doch zumindest es in der Art vortragen, dass der Zuhörer gewillt ist, nach Mitteln und Wegen zu suchen und ja, dann hoffentlich auch welche findet. Ich finde es immer sehr, sehr schade und sehr, sehr bedrückend und pervers und fast schon abartig, wenn jemand einfach nur sagt, es ist unmoralisch und er bietet keinen Weg, er bietet keine Lösung an, wie man dieser Unmoral entkommen kann. Das finde ich dann ist schrecklich. Dann soll er lieber sagen, keine Ahnung, was er dann sagen soll, aber dann sollte er vielleicht lieber den Mund halten für meinen Geschmack. Hier äußert sich auch wirklich Schiller sehr beeindruckt von Rousseau, indem Schiller sagt, also Rousseau kriegt das hier ausgezeichnet hin, den Unterschied darzustellen zwischen dem Ideal und dem Ist-Zustand. Und Rousseau gelingt es extrem gut, es so darzustellen, dass der Zuhörer, dass der Leser bekräftigt wird, etwas zu tun, weil er spürt, dass er diese moralische Überlegenheit hat. Er scheint vielleicht der Realität gegenüber ohnmächtig zu sein, aber Rousseau würde es hinbekommen, durch seine Worte den Geist der Menschen zu stärken, eine Stärke, die daraus erwächst, dass der Mensch spürt, dass er moralisch im Recht und moralisch den Herrschern überlegen ist. Und dieses Wissen oder dieses Gefühl, dass man moralisch den Herrschern überlegen ist, kann eine solche Kraft entfalten, dass die Menschen fähig sind, Revolutionen zu starten und durchzuführen, auch wenn es
zunächst einmal unmöglich erscheint. Rousseau vermag es hier einfach, eine Feuer der Leidenschaft zu entfachen und leidenschaftlich interessierte Bürger zu erschaffen, die für ihre Interessen und für die Gerechtigkeit tatsächlich auf die Straße gehen und versuchen, etwas zu ändern. Also Friedrich Schiller sieht hier wirklich, dass Rousseau in dieser Hinsicht seine Aufgabe völlig erfüllt hat. Was ich gesehen habe bei Rousseau ist, Rousseau, diese Art Moral, von der er spricht, ist eine Moral, die von den Beherrschten ausgeht, dass sie sagen, das, was der Herrscher mit uns macht, ist nicht richtig. Und wenn es dazu führt, wie gesagt, dass der Wille entsteht, eine Lösung zu finden, dann finde ich, ist das wunderbar. Wunderbar. Aber sonst eher kontraproduktiv. Als nächstes beschreibe ich jetzt quasi eine andere Idee oder Definition von Moral, beziehungsweise ich beschreibe eine andere Funktion von Moral, indem ich davon ausgehe, dass Moral immer missbraucht wird. Und ja, ich denke, meine Ausführungen sind zweifelhaft, weil es etwas zu schwarz-weiß ist. Ich verkenne, dass diese Sachen auch sinnvoll benutzt werden können. Wobei das wirklich ein schwieriges Thema ist. Grundsätzlich, wenn ich so Moral und Recht höre, dann denke ich immer an eine Moral, die von den Herrschern ins Leben gerufen wurde, die von den Herrschern erfunden wurde, um dort, wo ihnen die Waffen, wo ihnen die Macht fehlt, durch die Kunst der Überredung die Beherrschten dazu zu bringen, sich an das zu halten, was sie gerne wollen. Es ist ja auch letztendlich so, dass kein Staat wahrscheinlich in der Lage ist, davon gehe ich stark mal aus, etwa seine ganze Macht nur mit Gewalt durchzusetzen. Ich denke, wenn ein Staat darauf angewiesen wäre, weil er auf so viel Widerstand stößt, dass er sich nur mit Gewalt durchsetzen kann und dass alles, was er möchte, sich nur mit Gewalt durchsetzen kann, ich gehe davon aus, dann wird dieser Staat daran scheitern. Was der Staat braucht, ist immer noch so eine Moral. Und das ist dann allerdings für mich eine Moral der Herrschenden. Eine Moral, die denen, denen er nicht gerade mit der Waffe drohen kann, der diese überredet, das zu tun, was er möchte. Quasi im wortwörtlichsten Sinne des Wortes das Wort zur Waffe umfunktioniert und mit dem Wort Gewalt ausgeübt, indem man die Leute dazu überredet, das zu tun, was man selber gerne von ihnen erwartet, dass sie es tun. So von dieser Art Gestalt ist Moral meistens. So nehme ich sie wahr, wenn sie mit Recht in Verbindung steht. Und dass diese Moral, die Rousseau eigentlich ist, das ist nicht diese Moral der Herrscher, die von den Beherrschten eingefordert wird, sondern die Moral, die Rousseau im Grunde meint oder von der Rousseau spricht, die dort fehlt, ist ja die Moral, dass die Beherrschten erkennen, also irgendwas ist hier falsch, wir werden zwar von denen da oben beherrscht, aber das ist nicht richtig.
Und ich finde, dass es ganz wichtig ist, wenn so etwas propagiert wird, wenn Rousseau so etwas in den Mund nimmt, dann muss Rousseau den Leuten auch sagen, Leute, ihr müsst jetzt irgendwie sehen, dass ihr Macht bekommt und am besten zeigt Rousseau den Leuten einen Weg auf, wie sie das können und dass ihr das, was euch moralisch stört oder was in diesem Fall ja Rousseau moralisch stört, wenn euch das auch stört, wie wir das einfordern können. Ich finde, er muss einen Weg aufzeigen, wie man das einfordern kann, was einen stört. Ja, der Vergleich mit der Waffe ist, finde ich, sehr unglücklich gewählt. Und ich denke, er ist auch falsch. Ich verkenne völlig, dass quasi das, wovon ich rede, was ich da Moral nenne, dass das auch tatsächlich einfach eine Übereinstimmung sein kann zwischen Regierung und Volk. Dass es, ja, dass es eine Übereinstimmung ist. Man ist sich einig und man hat eine Idee davon, wie die Welt sein sollte. Und die ist dann ja quasi auch in der Verfassung festgelegt, diese Idee. Die hat man in der Verfassung festgehalten. Und ja, auf diese Art und Weise kann es auch wirken, dass die Leute einfach der Meinung sind, es ist richtig, wenn ich mich gerecht verhalte. Vielleicht habe ich dadurch persönlich jetzt ein paar Nachteile. Aber grundsätzlich beziehungsweise muss auf irgendwas verzichten, was ich bekommen könnte, wenn ich ungerecht wäre. Aber grundsätzlich profitieren wir alle davon, wenn wir gerecht sind. Und darum sehe ich es ein und möchte auch gerecht handeln. Ich denke, was ich da zu sehr in den Fokus gerückt habe, dass diese Art und Weise der Verhandlung, der Diplomatie als Krieg benutzt wird. Und es ist ja gar nicht gesagt, dass es immer so ein Krieg und eine Manipulation ist. Und ja, ich finde, das muss man einfach noch mal ganz deutlich sagen, wenn man etwas ordentlich ausgehandelt hat, dann muss das keine Manipulation und keine Propaganda sein? So diesen Propagandavorwurf gegen alles, was die Regierung sagt, den finde ich hier doch sehr unglücklich gewählt. Und ja, was jetzt als nächstes kommt, ist tatsächlich eine Lösung. Und es ist im Grunde genommen auch genau die Lösung, wie Rousseau sie im Rest des Buches ausführt. Darum, das passt irgendwie total wie die Faust aufs Auge. Ich benutze andere Begriffe. Man wird auch merken, dass ich so Begriffe benutze wie Club und ja, es ist halt, wenn man etwas beschreiben möchte und man hat gar keine Begriffe, dann neigt man dazu, einfach neue Begriffe zu erfinden. Und natürlich hat Rousseau andere Begriffe erfunden als ich jetzt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das wieder angleichen würde, kommt man fast auf das Gleiche raus. Im Prinzip. Und das ganze Buch dreht sich im Grunde genommen nur darum, was ich jetzt beschreibe. Und das ist quasi 100% die Meinung von Rousseau. Und es passt alles so zusammen, dass man sagen muss, im Grunde genommen haben ich und Rousseau gar nicht so große
Differenzen. Es ist. Rousseau geht vielleicht noch etwas weiter in die Tiefe und grundsätzlich. Ja, was sagt Rousseau noch, was ich jetzt noch vielleicht sagen kann? Gut, Rousseau sagt, möglicherweise wird die Verfassung keine perfekte Verfassung sein in einem objektiven Sinne, weil sowas aber auch gar nicht möglich ist. Die Verfassung wird perfekt sein für das Volk, für das sie gemacht ist. Ja, aber wirklich, diese Verfassung ist im Grunde genommen die Lösung für das gesamte Problem. Was die Leute vielleicht nur noch verstehen müssten, ist, dass sie ab und zu so handeln müssten. Dass sie den Mut haben müssten. Und ja, soll man da noch sagen, ich spiele das jetzt mal ab. Ja, und jetzt möchte ich im Grunde noch mal auf die Verfassung ankommen, wie ich mir eine Verfassung vorstelle. Weil ich denke, eine Verfassung, wie wir sie heute haben, wir können jetzt darüber streiten, ob es eine Verfassung oder ein Grundgesetz ist, weil ich denke, eine Verfassung oder ein Grundgesetz, wie wir es heute haben oder wie es auch andere Länder haben, wo es wohl eine richtige Verfassung ist, sind doch das Papier eigentlich nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Erstens, weil diese Verfassung uralt ist, von irgendwelchen Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern geschrieben wurde und sie muss gar nicht mit unseren Wünschen übereinstimmen. Das ist der erste Makel an einer Verfassung, dass nicht gefragt wird, Leute, wie seht ihr heute das? Würdet ihr immer noch genau das Gleiche in die Verfassung reinschreiben wollen oder nicht? Das Einzige, was daran gut ist, ist, wir können ja davon ausgehen, dass unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern sich da irgendetwas bei gedacht haben. Bei uns sind es gar nicht so viele Generationen vorher, aber egal. Aber wir können uns denken, dass sich unsere Ur-Ur-Urgroßeltern irgendwas dabei gedacht haben und wir könnten es sozusagen als Richtschnur nehmen und überlegen, was haben sie sich dabei gedacht und finden wir das noch sinnvoll, da vielleicht auch dran zu denken. Aber grundsätzlich finde ich, das, was eine Verfassung eigentlich leistet, das muss eigentlich der Bürger von sich aus leisten, und zwar anders organisiert. Dafür braucht es gar keine offizielle Verfassung. Sondern man muss sich zusammenschließen mit Menschen, die ähnlich denken wie man selbst oder auch einfach nur mit Bürgern des eigenen Landes. Man muss eine Verfassung verfassen, entweder mit diesen Menschen gemeinsam oder alleine und dann diese Verfassung vortragen und die Leute darum bitten, einen zu unterstützen. Man muss auf jeden Fall so einen Club bilden, der an eine Verfassung glaubt, der hinter einer Verfassung steht. Und in dieser Verfassung müssen einfach Dinge stehen, die man von seiner Regierung erwartet. Und da muss man sich darauf einigen, in dieser Gemeinschaft, in diesem Club der Verfassung, dass wenn die Regierung sich nicht an diese Regeln hält, dass man Konsequenzen daraus zieht und dass man sich gegenseitig solidarisch unterstützt und bereit ist, dafür zu kämpfen, dass das, was man sich da aufgeschrieben hat, was einem wichtig ist, dass das durchgesetzt wird. Und umso größer dieser Club ist, umso besser die Regeln sind, dass sie möglichst viele Bürger unterstützen und unterschreiben können, umso besser. Denn umso mehr Macht hat man, tatsächlich etwas an der Regierung zu ändern. Und ich bin sehr dafür, dass wir versuchen werden,
vielleicht sogar ich mit euch irgendwie, dass wir so eine Verfassung erstellen und dass wir dann tatsächlich so einen Club gründen, der sagt, wenn dies nicht eingehalten wird, man kann das am Anfang, wenn man noch klein ist, irgendwie sanfter formulieren, sage ich mal, wenn man weiß, weil man muss die Konsequenzen, die man ziehen möchte, müssen so sein, dass man sie auch tatsächlich ziehen kann. Das ist nämlich so eine Art auf jeden Fall, aber es muss daraus folgen quasi im Endeffekt, dass man fast das gesamte Volk in so einem Dings vereinigt hat, in so einem Club oder zumindest einen großen Teil und dass man dann entweder sagt, wir sind jetzt so viele, wir wollen gerne uns von Deutschland abspalten und unseren eigenen Staat haben, um nach diesen Gesetzen leben zu können, die wir uns selbst gegeben haben. Und ich denke, wenn man genug Leute hat, dann kann man das immer, weil der Staat ist einfach nicht in der Lage, wenn man sich quasi davon gelöst hat, dass man diese Moral, die der Herrscher sich erfunden hat, um sich selbst zu schützen, wo er nicht in der Lage ist, immer mit Polizei bereit zu stehen. Es ist ja so, ich kann mich frei bewegen, es gibt nicht für jeden Deutschen immer einen Polizist, der immer hinter einen steht, weil man das nicht leisten kann als Staat. Und darum ist man so ein bisschen auf die Mitarbeit der Bürger angewiesen und das erreicht der Herrscher durch diese Moral, die mit dem Recht zusammenhängt. Dass die Leute freiwillig kooperieren und mitarbeiten und er nicht wirklich jeden hundertprozentig überwachen muss und wehe, du tust es nicht, dann steht der Polizist da schon bereit und legt dich in Handschellen. So muss es eben gerade nicht sein, weil er diese Moral installiert hat. Und wenn man eben wirklich der Meinung ist, das, was der Herrscher macht, ist aber falsch, oder der Herrscher ist vielleicht bewegt sich in eine Richtung, die uns nicht gefällt, und am besten ist es dann wirklich, wenn man es in einer Art Verfassung sich vorher so aufgeschrieben hat. Wenn man das feststellt, finde ich, dann sollte man so zusammen sein und dann sollte man so solidarisch sagen, so und jetzt wir alle zusammen, wir sind viele, wir unternehmen alle gemeinsam auf einmal was und dadurch, dass wir so viele sind, haben wir die Möglichkeit. Das kann entweder sein, dass man sagt, so und jetzt spalten wir diese Region ab, wir sind unser eigenes Land, wir wollen nicht mehr nach euren Regeln leben, sondern nach unseren, die wir uns selbst gegeben haben. Oder indem man sagt, ja, jetzt wir sind ja das gesamte Volk, diese Regierung, die da zufällig zurzeit an der Macht ist, die macht ja irgendwie das, was sie will und nicht das, was wir uns hier in unserer Club-Verfassung aufgeschrieben haben. Wir sind 90% der Deutschen und wir wollen das eigentlich alle gar nicht. Und darum wird jetzt der Bundestag von uns überlaufen und wir werden dafür sorgen, dass sie aus dem Bundestag rausgeschmissen wird und eine neue Regierung installiert wird. Ich finde, so in etwa müsste Verfassung eigentlich realistisch ablaufen. Jo, das war's soweit dazu. Jetzt könnt ihr euch gerne nochmal das komplette Original angucken oder, wenn ihr wollt, auch die Liste zu Rousseau und dem Gesellschaftsvertrag, so die Playlist. Und ja, ich fand einfach nochmal wichtig, dass ich das hier richtig stelle. Und ja, wenn es euch gefällt und interessiert, könnt ihr mich gerne abonnieren. Innerhalb des nächsten Jahres werde ich die restlichen Folgen zu Rousseau, dem Gesellschaftsvertrag, hochladen.
Das Buch von Rousseau und wie Rousseau das Buch geschrieben hat, eignet sich irgendwie richtig gut dafür, so kurze Videoreihen zu machen, wie ich das bisher angefangen habe. Und von daher, also bei Rousseau bin ich mir richtig sicher, also da mache ich das einfach so wirklich weiter. Und ja, das passt alles sehr gut. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.